ourselves, we see their heads hung low. We were heard the next executioner, and this block on his death row. We walk slowly down the corridor. Moin! Jo, wie ihr dem Videotitel und den Bildern schon entnehmen konntet, geht es diesmal um ein Kaiser-Modell, nämlich das Kaiser Gemini, das Gemini. Das Gemini habt ihr vielleicht schon beim Emir gesehen, der hat das vor einem halben Jahr vorgestellt. Oder auch beim Klaus, der hatte das nämlich auch, ich meine damals vom Emir ausgeliehen und hatte das in seiner Tactical Gens Reihe vorgestellt. Das hatte bei beiden, glaube ich, gut Eindruck gemacht. Ich werde euch die Videos in die Videobeschreibung packen, könnt ihr euch die mal anschauen. Ich persönlich fand es auch immer cool, wusste aber, dass es ein relativ kleines Messer ist. Deshalb war das nie so mein Beuteschema. Was Kaiser angeht, war ich dann doch eher das Kaiser Dorado oder das Intrepid. Auch die Videos packe ich euch in die Videobeschreibung. So mein Beuteschema. So der erste Kontakt damals zu Kaiser waren diese Modelle mit dieser auffälligen Färbung, was sich auch so langsam durchgesetzt hat, namentlich Einhornkotze. Das muss man schon mögen. Die Messer sind qualitativ aber natürlich sehr, sehr gut. Hier das Modell KI 440-1X. Das waren so die ersten. Da dachte ich mir schon, nicht schlecht, was Kaiser so macht. Da liefen die noch auf Washer, zumindest dieses Modell. Ist natürlich jetzt nicht mit der Action eines Kugellagers gesegnet, aber ist auch ein feines Modell. Und da kamen dann im Laufe der Zeit viele Messer dazu. Wirklich das Dorado von Matt Cucciera ist designtechnisch etwas, was echt richtig hängen geblieben ist bei mir. Tolles Teil. Dann die Vanguard-Reihe, die etwas günstigeren Modelle von Kaiser, fand ich auch sehr, sehr cool. Das Splinter, großartiges Modell. Auch das Video packe ich euch in die Videobeschreibung. Die haben es mir schon sehr angetan. Jetzt hatte ich ja dann vor einiger Zeit auch das Kaiser Dukes. Da haben wir den angesprochenen Designer, Matt Cucciera. Das ist halt auch einer der Dinge, wo Kaiser momentan loslegt wie keine andere Company oder so. Ansonsten sind es natürlich immer Firmen gewesen wie CRKT und Spyderco. Und die muss man natürlich auch im selben Atemzug nennen, die viel Zusammenarbeiten machen mit Messermachern. Aber Kaiser ist da auch heftig am Klotzen und nicht kleckern. Dieses Modell hier, das Dukes, gibt es ja beim 9000er Giveaway von mir zu gewinnen. Auch das Video packe ich euch noch in die Videobeschreibung rein. Das wird dann irgendwann einen glücklichen neuen Gewinner haben. Sehr, sehr cooles Modell. Wie gesagt, das ist dann schon so eher mein Beuteschema. Einfach weil es von der Länge meinen Händen doch mehr passt. Zuletzt habe ich dann auch Kaiser Begleiter vorgestellt. Großartiges Modell. VG10 Stahl, tolle Verarbeitung und das für um die 70 Euro. Ja. Kaiser hat da ein paar coole Modelle im Köcher, zum Beispiel auch das Sunburst. Da haben wir Aluminiumgriffschalen, S35VN Stahl, das gibt es so für um die 80 Euro. Große und, Klasse. Jetzt halt hier das Gemini, das halt wie angesprochen ein Design ist von Ray Laconico. Die Vorlage, die Kastenvorlage ist das Jasmin. Und da ist Kaiser mal wieder nah am Original geblieben. Ich packe euch mal ebenfalls in die Videobeschreibung Video, wo ein YouTuber das Kastenmodell Jasmin und das Gemini von Kaiser miteinander vergleicht. Könnt ihr das mal abchecken. Rein optisch sind die da schon sehr nah dran geblieben. Wer Interesse an diesem Modell hat, Knives and Tools ist der Bezug, kann ich wie immer empfehlen. Ja, die verschicken schnell, die haben einen guten Service. Wie immer ist die Präsentation bei Kaiser schon nice. Kommen dann ja in dieser vanillefarbenen Box mit dem schönen Kaiser-Logo. Darin innenliegend, diese sehr stabile Schachtel. Und dann haben wir die coole Digital Camo Kaisertasche, die Pouch, noch ein Mikrofasertuch,
bisschen was zu lesen. Ja, nette Präsentation. Das ist dann so bei Messern, die halt ein bisschen mehr kosten, wie dieses Modell, wo man dann doch ein bisschen was hinlegen muss. Natürlich eine tolle Sache, wenn das Rundum-Paket dann auch noch passt. Finde ich schon ganz nice. Wirklich nette Präsentation. Und ich kann gleich vorab sagen, dass das Gemini für meine Hände zwar zu klein ist, aber ganz eindeutig eines der coolsten Modelle von Kaiser überhaupt. Da passt halt einfach mal wieder alles. Wir haben eine sehr, sehr schöne Klingenzentrierung. Wir haben overall überhaupt wieder ein sehr gelungenes Fit and Finish. Das ist halt Kaiser-Style, wie man es kennt. Gebläuter Titanium Backspacer. Beim Clip muss ich nochmal checken, ob da auch Titan war. Der ist auf jeden Fall auch leicht gebläut. Diese sternförmige Achshülse und die Achsschraube ebenfalls sternförmig. Das ist so Standard jetzt bei Kaiser. Gefällt mir sehr, sehr schön, dieses Muster. Können Sie ruhig beibehalten. Ist eine schöne Achsschraube. Relativ großer Flipper-Tab. Kommen wir aber gleich noch drauf. Und hier mal das Messer in seiner Gesamterscheinung. Mit diesem Modell, denke, das ist eines der gefälligsten Designs überhaupt von Kaiser. Ist gar nicht so leicht zu beziehen gewesen eine ganze Zeit. War bei vielen Shops immer ausverkauft, also sehr begehrt das Modell auch. Da hat Ray Laconico einfach ein schönes Design mit dem Jasmine, mit dem Gemini aufgelegt. Und Kaiser hat das wunderbar, wunderbar übernommen. Wir haben eine Full Flat Grind Klinge aus S35 VN Stahl. Ganz feiner Anschliff. Schärfe out of the box war sehr anständig. Der Flachschliff wurde anständig dünn ausgeführt. Hätte noch ein bisschen dünner sein können, meiner Meinung nach. Ist aber völlig okay. Ist durch die Klingenstärke von 3 mm, die sich nach vorne hin den ganzen Weg schön verjüngt zu einer feinen Spitze, dann doch in ihrer Machart ein schöner Slicer und Piercer. Das ist sehr, sehr gelungen. Da kann man gut mit arbeiten. Gesamtlänge des Messers ist um die 18 Zentimeter, ein bisschen länger, glaube ich. Klingenlänge mit effektiver Schneide haben wir so 7,5 cm. Gewicht liegt bei etwas über 100 Gramm, ich meine so 103 Gramm. Das sind schon alles ziemlich gute EDC-Werte. Klar, noch weniger als 100 Gramm für ein EDC-Messer wäre schöner. Titan ist schon leichter als Stahl, aber wiegt ja doch ein bisschen was. Dann haben wir den Backspacer noch, eine anständige Klinge. Das ist schon alles fein und edel und gut gehalten, aber wie gesagt, ist auch stabil. Ja, das Messer hat durchaus Potenzial, da kannst du wirklich mitarbeiten, gerade weil die Klinge nicht so klein gehalten wurde. Der Titan-Framelock macht ganz sauber zu, hat ein Steel-Inlay, ebenso innen drin verbaut dann auch der Überdehnungsschutz. Das ist ja mittlerweile sehr, sehr oft zu sehen, fast schon Standard, dass man den nicht mehr draußen, wie zum Beispiel beim hinteren Modell, mit einer extra Schraube anbringt und ein Plättchen, sondern dass man das in einem Rutsch verbaut und dadurch wird dann halt verhindert, dass man den Framelock überdehnt. Die Action out of the box war sehr gut, die Klinge läuft wunderbar weich, ist ein Freedropper. Der Detent ist allerdings sehr, sehr stark, was das Teil ja auch zum guten Flipper macht. Aber so von ganz alleine fällt die Klinge nicht, muss man ein bisschen schütteln. Dafür lässt es sich halt wunderbar flippern. Ist ein perfekter Light-Switch-Kandidat. Da schießt das Ding immer raus. Push-Button geht natürlich auch. Wenn man da aber mal nicht aufpasst, kann es schon mal passieren, dass die Klinge nicht ganz aufspringt. Was ich jetzt eigentlich gerade versuche, und es klappt doch immer. Gut, jetzt also. Also hat eine schöne, schöne Action. Der Flipper-Tab ist recht groß, ohne Jimpings, ganz glatt gehalten. Funktioniert bei diesem kleinen Modell, bei meiner Hand jetzt, bei der ganzen Geometrie, wie so alles liegt, aber ziemlich perfekt. Da kann ich nur eine vollste Punktzahl vergeben. Wie halt überhaupt,
Fit and Finish, technische Verarbeitung, Optik, liefert Kaiser hier voll ab. Nicht umsonst ist also das Gemini-Modell so begehrt. Der Clip ist nicht ganz standesgemäß, finde ich. Für dieses Modell hätte er ein bisschen schöner gestaltet sein können. Muss nicht unbedingt immer 3D-Style sein, sehr aufwendig, aber vielleicht die Form, die ist sehr 0815. Wobei er natürlich auch dadurch einen sehr, sehr guten Dienst tut und zumindest in meiner Hand, die an für sich für das Messer viel zu groß ist, doch gut liegt, weil der Mittelfinger sich schön in der Mulde einbettet. Passt schon. Aber der ist halt zum Rest des Messers ein bisschen arg schlicht gehalten. Aber ansonsten einfach ein feines Teil. Läuft auf Kugellagersystem, butterweich, S35VN, großartiger Stahl. Schön die Klinge dezent gehalten, kleines Kaiser-Logo, kleine Beschriftung der Modellnummer des Stahls und auf der Rückseite einfach nochmal kurz Gemini, das Modell auf dem Klingenrücken, der Designer, ja, Ende Gelände, das war's. Müsste ich eine Note für das Messer geben, wäre es eine glatte 1. Wüsste nicht, was ich daran wirklich negativ bemängeln könnte, vor allem, weil man halt so ein perfektes Modell jetzt bekommt. Da bin ich doch schon ziemlich beeindruckt. Ja, das wäre wirklich so ein Kandidat oder so, der nochmal das Small Sebenza herausfordert für einen viel, viel günstigeren Preis. Von der Optik bin ich mir sicher, dass vielen dieses Modell hier besser gefällt, weil es insgesamt einfach organischer ist, flüssiger ist, ein bisschen aufregender ist als das Sebenza. Beide Messer sind vom Gebrauch sehr gut, da ist es dann wirklich Geschmackssache. Was halt für dieses Modell hier spricht, ist eindeutig der Preis. Ja, das ist halt doch nochmal deutlich eine andere Nummer als so ein Small Sebenza. Da legst du halt das Doppelte für hin locker. Von daher ist das schon ganz nice. Nochmal ein kleiner Größenvergleich hier zum Moment, zum Real Steel E77. Da ist das E77 ein wenig länger. Und zum Victorinox Compact. Das ist da nochmal eine ganze Ecke kürzer. Ja, steiles Teil, gefällt mir richtig, richtig gut. Wie gesagt, bei Bedarf checkt die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu Knives and Tools, da könnt ihr es beziehen. Ich würde mir halt glatt wünschen, dieses Modell gibt es in der Large-Version, wie halt auch das Sebenza. Ja, einmal das Gemini Large, das Gemini Small. Das könnte mir schon sehr gefährlich werden. Und auch wenn manche sagen, dass Kaiser sehr, sehr einheitlich baut, gerade mit den Titangriffschalen, auch da werde ich immer wieder gefragt, ob das nicht langweilig wird. Ne, Titan wird nicht langweilig. Also erstmal mag ich ja wirklich alle Griffmaterialien. Mein Vorteil. Ich mag Holz, ich mag G10, ich mag... Ich liebe Mikata, Carbon Fiber ist großartig, Aluminium, Stahl mag ich auch, obwohl mir da meistens dann halt wirklich das Messer zu schwer wird. Titan ist großartig, fühlt sich einfach gut an, rostfrei, ist auch ein zähes Material, ist einfach dann durchaus noch ein edles Material, ist haptisch einfach nochmal was anderes. Deshalb gefällt mir das so gut und Kaiser kann da ruhig so weitermachen. Ich finde, die geben sich auch durchaus Mühe, ihre Messer immer anders zu gestalten. Das wird besser und besser und ich empfinde da keine Langeweile, wenn ich diese Modelle in der Hand habe. Titane sind einfach Titan Framelock Folder, mag ich schon sehr, 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 sehr gern. Alles klar, das war meine Vorstellung vom Kaiser Gemini. Ja, vollste Empfehlung. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.